So, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Florian. Ihr seht schon im Hintergrund, um was es heute geht. Ja, heute geht es um Knochenblöcke. Ich habe das schon mal im Hintergrund vorbereitet, wie das so aussehen soll später. Und heute zeige ich euch, wie man Knochenblöcke baut. Das ist total einfach. Ihr braucht eine Werkzeugkiste und Knochenmehl. So, die macht ihr natürlich hier alle rein voll. Die Knochenmehl mit Knochenmehl. Und daraus entsteht so ein Knochenblock. Also, wie gesagt, alle Reihen hier voll machen. Und dann habt ihr einen Knochenblock. Den könnt ihr natürlich für alles Mögliche verwenden. Auch für, weiß ich nicht, Fußboden, Wände, wie auch immer. Massiv ist er ja. Kann man für Kolben kann man auch das nehmen. Zum Hin- und Herschieben. Das funktioniert wunderbar. Habe ich schon getestet. Ja. Und man kann, anzünden kann man sie natürlich nicht, das geht leider nicht. Und ja, massiv sind sie halt eben. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Ist ein schönes Material, was man hat. Ja, kann ich nur empfehlen. Habe ich auch, wusste ich auch noch nicht, dass es Knochenblöcke gibt, dass man die machen kann. Ja, aber ist eine Erfahrung, so nebenbei, wenn man so ein bisschen spielt, ein paar bisschen was macht, ist es auch wieder was man so dazugelernt hat. Und das ist übrigens nochmal ein Server, wo ich drauf spiele. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst doch ein Abo da und ein Like oder einen Kommentar. Ich würde mich natürlich freuen. Und an der Stelle verabschiede ich mich erstmal herzlich an euch. Bis dahin, tüdelüt, euer Florian TV.